Daten nicht mehr auf deinem USB-Laufwerk, nicht mehr auffindbar oder nicht mehr abrufbar? Lösungen dafür in diesem Video. Hallo, Adam hier von Wondershare Recovery, dem Programm für Datenwiederherstellung und die Sicherung dieser. Und in dieser Folge geht es um die Wiederherstellung, die du herstellen kannst und das Ganze Schritt für Schritt. Aber zunächst mal, woran kann es liegen, dass du an diese Daten nicht rankommst? Es könnte an mechanischen Defekten liegen, also vielleicht ist der USB-Stick oder der USB-Speicher defekt oder der Anschluss ist defekt. Viren und Malware könnten der Grund sein. Überhitzung ist auch eine Möglichkeit, vielleicht sind Komponenten beschädigt worden. Und ganz simpel versehentliches Löschen. Wir werden nun als erstes versuchen, das Laufwerk mit Hilfe von CheckDisk, einem Windows-internen Programm, über die Eingabeaufforderung oder PowerShell, was auch immer ihr benutzt, zu reparieren. Logische Fehler werden damit beseitigt und meistens funktioniert das Laufwerk danach richtig gut. Also, wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Drücke auf die Windows und die X-Taste, dann auf die Eingabeaufforderung, Terminal oder PowerShell. Als Administrator das Ganze öffnen. Hier tippst du folgendes ein: chk dsk, dann den Laufwerksbuchstaben, dann /f. Nun läuft CheckDisk durch. Lass es durchlaufen, nicht unterbrechen. Und wenn das fertig ist, machst du als nächstes folgendes. Tippe ein atrip-h-r-s, dann /s/d, dann den Laufwerksbuchstaben, zum Beispiel d-Doppelpunkt, Sternchen, Punkt, Sternchen und dann auf Enter drücken. Auch hier das Ganze durchlaufen lassen. Wenn es fertig ist, neu starten und dann gucken, ob du jetzt Zugriff hast. Es gibt auch die Möglichkeit, über die Vorgängerversion in das Laufwerk reinzugucken bzw. in den Ordner reinzugucken, wenn die Daten nicht da sind. Vielleicht funktioniert das über diese Vorgängerversion. Manchmal wird diese Option angezeigt, manchmal auch nicht, aber ein Versuch ist es wert. Wir probieren es mal. Wähle dazu den Ordner oder das Laufwerk aus, dann mit der rechten Maustaste draufklicken. Nun kannst du im Reiter Vorgängerversionen die Wiederherstellung, falls vorhanden, initialisieren und durchführen lassen. So sollten die Daten jetzt wieder sichtbar sein. Wenn das nicht da war oder nicht funktioniert hat, kommen wir zur nächsten Lösung. Die nächste Lösung beschäftigt sich mit RecoverIt, das Programm, das dafür da ist, dass deine Daten wiederhergestellt werden, dass diese gesichert werden können. Dieses Programm kann von über 2000 verschiedenen Datenträgertypen über 1000 verschiedene Dateitypen wiederherstellen. Das ist ein sehr mächtiges Tool, ein sehr mächtiges Programm. Auch in dem Programm möglich, Windows zu reparieren, Mac zu reparieren, spezielle Sticks zu erstellen, damit man die Rechner neu starten kann und von dort aus Dateien reparieren kann. Sehr mächtig und auch sehr einfach und intuitiv. Wie schön! Und wie einfach das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Installiere und starte RecoverIt. Wähle das Laufwerk aus, auf dem die Daten fehlen. Dann klicke auf Scan. Es dauert eine Weile, bis der Scan durch ist. Ist RecoverIt mit dem Scan fertig, dann kannst du nach den Daten schauen, die wiederhergestellt werden sollen. Du markierst diese und klickst auf Wiederherstellen. Ich hoffe, du bist an deine Daten dran gekommen. Es hat alles funktioniert. Jetzt fehlen nur noch drei Sachen und zwar der Daumen hoch, das Abo und die Glocke. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut und tschüss.